China, Wettlauf mit dem Virus. Das Land steht praktisch still. Noch ist unklar, ob die massiven Quarantänemaßnahmen auch nützen werden, um das Virus zu stoppen. Herzlich willkommen zum Weltjournal. Das Coronavirus hat das Leben in China gestoppt und stellt auch unser aller schnelles Leben über die Grenzen hinweg in Frage. Die Angst reißt um die Welt. Sportereignisse werden abgesagt, Hochzeiten verschoben, zumindest in China. Seinen Ausgang hat das Virus im zentralchinesischen Wuhan genommen, wahrscheinlich auf einem Markt. Dort, wo neben Fisch und Hühnern auch sehr gerne Wildtiere verkauft werden. Fledermäuse sind eine Delikatesse in China, die aber zahllose Viren in sich tragen und Auslöser von Infektionskrankheiten sind. Kindergärten, Unis, Schulen sind auf unbestimmte Zeit jetzt geschlossen. Noch muss abgewartet werden, ob die strengen Quarantänemaßnahmen tatsächlich wirken. Der Höhepunkt der Infektionswelle im Land ist nämlich bis jetzt nicht erreicht, trotz dieser drastischen Abregelungsmaßnahmen. Das Neujahrsfest war diesmal also für die Chinesen eine ziemlich traurige Angelegenheit. Chinesisch Neujahr. Alles ist prächtig geschmückt und erleuchtet, doch kaum jemand besucht die Feierlichkeiten. Das hat es in China zuvor noch nie gegeben. Normalerweise besuchen zum Frühlingsfest, wie die Neujahrsfeierlichkeiten auch genannt werden, hunderte Millionen Chinesen ihre Familien. Sonderzüge und zusätzliche Flüge werden angeboten. Doch seit Ausbruch des neuen Coronavirus ist das Land im Ausnahmezustand. Normalerweise treffen wir Freunde und Familie. Zurzeit macht das keiner. Alle vermeiden es, Menschen zu treffen. Ich wollte mit meiner Familie in den Tempel gehen, aber er ist gesperrt. Es gibt kaum öffentliche Feiern. Wir haben Angst, wenn wir andere treffen, von jemandem angesteckt zu werden. Ich gehe ganz bewusst wenig aus dem Haus. Die Menschen in China sind verunsichert. Noch vor einer Woche ließen die Behörden über die staatlichen Medien verlautbaren, man habe den Ausbruch unter Kontrolle. Immer drastischer werdende Maßnahmen deuten aber eher auf das Gegenteil hin. In der Krisenregion Hubei, wo das Virus Ende Dezember ausgebrochen ist, wurden mehr als 45 Millionen Menschen von der Außenwelt abgeriegelt. Öffentliche Verkehrsverbindungen wurden großteils eingestellt. Wer mit dem Auto die betroffene Region verlassen will, wird streng kontrolliert. An den Checkpoints kommt es immer wieder zu dramatischen Szenen. Frau Lus kleine Tochter hat Krebs und braucht dringend medizinische Hilfe. Natürlich bin ich aufgeregt, wie sollte ich es nicht sein? Ich weiß, Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert sind, werden vorrangig behandelt. Aber meine Tochter braucht auch einen Arzt. Sie hat Leukämie. Ich muss sie in ein Krankenhaus bringen, damit die Ärzte ihr dort helfen können. Ich weiß, alles ist zurzeit so schwierig. Aber auch normale Patienten brauchen Hilfe. Meine Tochter hat fürchterliche Schmerzen am ganzen Körper vom Krebs. Sie braucht ganz dringend einen Arzt und Medikamente. Bitte, ich habe nur diese eine Bitte. Lassen Sie meine Tochter und mich durch. Bitte lassen Sie uns durch. Bitte. Die Beamten am Checkpoint haben sich erweichen lassen. Vielleicht auch deswegen, weil Fernsehkameras die Szene mitgefilmt haben. Mutter und Tochter dürfen Hubei verlassen, werden sogar mit einem Rettungswagen zum Krankenhaus gebracht. In und um Wuhan ist nicht nur die Versorgung regulärer Patienten zusammengebrochen, auch die Betreuung der mit dem Virus Infizierten ist nicht mehr zu bewältigen. Auf einer Fläche von 34.000 Quadratmetern wurde ein Lazarett für rund 1.000 Patienten aus dem Boden gestampft. In nur 8 Tagen. Ein weiteres Krankenhaus für 1.500 Betroffene ist bereits in der Finalphase. Es wird gut funktionieren. Zurzeit gibt es viele Menschen in Wuhan, die im Verdacht stehen, sich infiziert zu haben oder bereits infiziert sind. Sie müssen wieder nach Hause geschickt werden, weil es keinen Platz in den Krankenhäusern gibt. Und das ist sehr gefährlich.
Jetzt gibt es Platz für alle. Diese Spitäler sind ausschließlich für Corona-Patienten. Man kann sie hier behandeln, beobachten und gut versorgen. Es ist wichtig, dass es einen Platz gibt, wo sie sich erholen können. Und die lokalen Krankenhäuser werden dadurch entlastet. Große Spitäler können sich dann auf die kritischen Fälle konzentrieren. Mit insgesamt 8 Militär-Cargo-Maschinen wurden am vergangenen Wochenende medizinisches Personal und Equipment eingeflogen. Einige der Sanitäter waren bereits 2003 während der SARS-Epidemie für die Betreuung von Kranken zuständig und sind speziell geschult. Diese Mission ist sehr schwierig, weil wir sehr wenig über die Umstände hier in der Region wissen. Wir haben Schutzkleidung und Masken mitgebracht, aber wir wissen nicht, wie lange unser Einsatz hier dauern wird. Und es gibt auch noch einige Unklarheiten, für welche Tätigkeiten wir eingesetzt werden. Allen bisherigen Maßnahmen zum Trotz hat sich das Virus auf alle Regionen des Landes ausgebreitet. Die Zahl der Infizierten muss Tag für Tag nach oben korrigiert werden. Die Todesfälle in der Region um Wuhan steigen stetig an. Das medizinische Personal arbeitet seit Wochen am Limit. Schon Tage vor der Weltgesundheitsorganisation hat der Dekan der Medizinischen Universität in Hongkong auf die Gefahr einer Pandemie hingewiesen. Die 2019 Coronavirus-Epidemie, die in Wuhan begonnen hat, könnte sich, und das ist keine Vorhersage, aber es ist als eine Art Vorsorgeprinzip zu verstehen, wir müssen darauf vorbereitet sein, dass sich diese Epidemie zu einer globalen Bedrohung, also einer Pandemie, ausweiten könnte. Das ist keine Gewissheit, beim besten Willen nicht. Aber es besteht die nicht unerhebliche Möglichkeit, dass es dazu kommen könnte. Und deshalb müssen wir uns besser darauf vorbereiten. Ein Rückblick. 2002 kam es in China bereits zu einem Coronavirus-Ausbruch, heute bekannt als SARS. Der Ausgangspunkt war damals die südchinesische Region Guangdong mit über 100 Millionen Einwohnern, die bevölkerungsreichste Provinz des Landes. Der Chefarzt eines kleinen Spitals hatte 2 Fälle einer bisher noch unbekannten Form von Lungenentzündung gemeldet. Die chinesische Regierung hat die Information bewusst nicht weitergegeben. Ein lokaler Journalist hat damals die beiden Fälle recherchiert. Seine Identität wollte er nicht preisgeben, aus Angst. Die chinesische Regierung hatte jedem, der Informationen über SARS verbreitet, hohe Strafen angedroht. Aus dem Bericht des Chefarztes ging hervor, dass die beiden infizierten Männer Köche aus einem kleinen Dorf waren. Lantang liegt 4 Autostunden von der Provinzhauptstadt Ganzhou entfernt. Im Umland werden die Reisfelder bestellt wie vor Jahrhunderten. Über die SARS-Infektion dürften die Menschen nur wenig gewusst haben. Sie wirkten damals gelassen. Haben Sie irgendetwas gehört von der neuen Epidemie? Ja. Gibt es Kranke in diesem Gebiet? Nein, keine. Sind Sie besorgt? Weswegen sollte ich denn besorgt sein? Die beiden Köche sollen in einem Restaurant, das sich auf Hühner- und Fischspeisen spezialisiert hatte, gearbeitet haben. Coronaviren werden meist von Tieren übertragen. Das SARS-Virus ist wahrscheinlich damals von Vögeln auf den Menschen übergesprungen. Die Art, wie Tiere auf chinesischen Märkten gehandelt werden, birgt offensichtlich eine große Gefahr. Mit versteckter Kamera versuchte der Journalist, den Fall zu rekonstruieren. Die beiden an SARS erkrankten Männer wurden im örtlichen Spital erst untersucht. Ich versuche, Informationen über die neue Epidemie zu bekommen. Offensichtlich wurden in diesem Spital einige Patienten mit SARS behandelt. Nein, hier ist niemand erkrankt. Der junge Arzt hatte keine Vorsichtsmaßnahmen getroffen. Er trug keine Schutzmaske. Die junge Krankenschwester schon. Aber mir wurde von den Gesundheitsbehörden in Guangzhou gesagt,
dass ihr Spital eine der Kliniken war, die SARS-Kranke behandelt haben. Und dass die Patienten später verlegt wurden. Ja, sie wurden verlegt. Wir waren uns wegen der Diagnose nicht sicher. Deswegen wurden sie transferiert. Plötzlich realisierte der junge Arzt, dass er wichtige Informationen preisgegeben hatte. Unvermittelt verlangte er die behördliche Genehmigung für die Nachforschungen. Andernfalls wollte er nichts mehr sagen. Nach Bekanntwerden des ersten Falls im November 2002 war es aber nur eine Frage der Zeit, bis weitere Krankheitsfälle auftraten. Bereits im Februar 2003 verzeichnete China mehr als 300 Infizierte und 5 Tote im Süden des Landes. Erst jetzt informierte die Regierung die Weltgesundheitsorganisation über die neue Viruserkrankung. Im Land selbst blieb man aber weiterhin dabei, das Ausmaß der Infektion herunterzuspielen. Im Auftrag der Führung in Peking wurden Beschränkungen für die örtliche Presse erlassen, alle Berichte über den Virusausbruch zensiert. Kaum Informationen gelangten über die Grenze der betroffenen Provinz hinaus. Ende Februar wurde eine große Propagandakampagne gestartet, um jegliche Verunsicherung in der Bevölkerung im Keim zu ersticken. Es hieß, die Ausbreitung des Virus sei unter Kontrolle, es gebe kaum noch neue Infektionen. Die aufkeimende Angst legte sich wieder. In den U-Bahnen der Provinzhauptstadt Guangzhou verzichteten die Menschen bald auf Schutzmasken. Es kehrte Normalität ein. Auch wenn das SARS-Virus, anders als das neue Coronavirus, nicht bereits in der Inkubationszeit ansteckend ist, trugen Infizierte das Virus über die Landesgrenzen hinaus. Noch im Februar erreichte SARS die 7-Millionen-Metropole Hongkong. Ein Arzt aus Guangzhou kam wegen einer Hochzeit in die Stadt. Er trug den Erreger in sich. SARS wurde zur ersten Pandemie des 21. Jahrhunderts und traf Hongkong besonders schwer. Von dort verbreitete sich das Virus in die ganze Welt. Professor Malik Peris war damals einer der ersten, die den plötzlichen Ausbruch untersuchten. Die Spur führte zu einem Hotelzimmer im Herzen der geschäftigen Stadt. Dort sehen Sie das Hotel Metropol. Der erste Erkrankte war für nur eine Nacht nach Hongkong gekommen. Er übernachtete hier im 9. Stock dieses Hotels. In dieser Zeit steckte er 15 weitere Leute an, die dann ihrer Wege gingen. Nach Singapur, Kanada, in die USA, nach Vietnam. Überall lösten sie SARS aus. Aber hier war das Epizentrum des weltweiten SARS-Ausbruchs. Am Ende waren etwa 8000 Menschen infiziert, 800 davon starben. China hatte verabsäumt, die Welt frühzeitig vor der mysteriösen Krankheit zu warnen. Erst 4 Monate nach Ausbruch der Krankheit hat Peking die Weltgesundheitsbehörde um Hilfe gebeten. This is the second case, confirmed case of H7N9 affecting human in Hong Kong. Die Weltgesundheitsorganisation WHO in Genf ist das Zentrum, in dem die weltweite Überwachung gefährlicher Viren zusammenläuft. Die Expertinnen der WHO sind teilweise auf Informationen von Regierungsstellen angewiesen. Informationen, die oft aus politischen Gründen zurückgehalten werden. Bei Verdacht werden Forscherteams ausgeschickt. Wir haben 2 weitere Fälle in Katar und 2 sind in Saudi-Arabien aufgetaucht. Insgesamt bisher 143 Fälle. Auch beim MERS-Coronavirus oder der neuen Vogelgrippe H7N9 wurde das Fortschreiten der Krankheit Fall für Fall überwacht, rund um die Uhr. Können Sie mir bitte die letzten Fälle aus China zeigen?
Das ist der Fall, der vor ein paar Tagen gemeldet wurde. Das ist im gleichen Gebiet, wo auch die ersten Fälle aufgetreten sind. Wir verfolgen hier H7N9 in China. Hier haben wir die Ausbreitung im Land. Können wir bitte auf die H7N9-Fälle in China zoomen? Wir sehen hier, wo die Fälle aufgetreten sind. Wenn wir einen anklicken, erhalten wir Informationen darüber. Und auf dieser Liste hier sehen wir die neuesten Fälle. Wenn wir dann auf andere Teile der Welt schauen, können wir sehen, dass uns in den arabischen Staaten im Moment noch ein zweites Virus beschäftigt, nämlich das MERS-Coronavirus. Die gemeldeten Fälle können wir auf der Karte lokalisieren. So lässt sich ihre geografische Verbreitung sehr genau verfolgen, sobald sie der WHO gemeldet wurden. Das erste Mal haben wir das MERS-Coronavirus 2012 entdeckt. Und von allen Kranken, die uns seither gemeldet wurden, ist die Hälfte gestorben. Wo immer Krankheitserreger auftauchen, schickt Peter Daszak Teams hin. Sie sollen feststellen, welches Tier das Virus auf den Menschen übertragen hat. Seine Organisation EcoHealth wurde 2012 beauftragt, die Quelle des MERS-Virus in Saudi-Arabien ausfindig zu machen. Zusammen mit dem Forscher Kevin Oliver hat er seine ersten Entdeckungen veröffentlicht. Dabei geraten zwei Tierarten ins Visier, die sonst wenig gemeinsam haben. Mich fasziniert, dass die Viren der Kamele fast mit den menschlichen Viren identisch sind. Ich will noch mehr darüber wissen, welche Rolle Fledermäuse dabei spielen. Wir wissen, dass das Virus bei Fledermäusen vorkommt und dass es vor 20 Jahren von Fledermäusen auf Dromedare übertragen wurde. Aber ist das immer noch der Fall? Geht es um Dromedare oder um Fledermäuse? Zurzeit wohl eher um Dromedare. Es ist wie bei einem Kriminalfall. Wir gehen den Indizien nach bis zum Ursprung, bis zu demjenigen, der die Tatwaffe in der Hand hielt. Das Problem ist, man kommt immer zu spät. Man folgt den Hinweisen, bis man die erste infizierte Person ausmachen kann. Und dann kommt der magische Moment. Man weiß, diese Person hatte Kontakt mit einer Fledermaus oder einem Dromedar. Und man denkt, das ist also der Typ, dessen hochriskantes Verhalten dazu führte, dass das Virus auf den Menschen übertragen wurde. Kann daraus eine Pandemie werden? Wenn man die Fälle aus Ägypten anschaut, kann sich das viel weiter ausbreiten. Im 14. Jahrhundert starb die Hälfte der europäischen Bevölkerung an der Pest. Dutzende Millionen Menschen gingen am sogenannten Schwarzen Tod zugrunde. (1918) fielen der spanischen Grippe mehr Menschen zum Opfer, als im Ersten Weltkrieg gefallen waren. Seither hat die Medizin gewaltige Fortschritte gemacht. Impfungen und der Einsatz von Antibiotika konnten Epidemien lange Zeit eindämmen. Peter Daszak ist ein Pionier der Umweltmedizin und hat sich auf die Vorhersage von Epidemien spezialisiert. Er macht auf die wachsende Zahl neuer Viren aufmerksam, insbesondere solcher Viren, die von Tieren ausgehen. Überall auf dem Planeten, wo Menschen die Umwelt aus dem Gleichgewicht bringen, kann ein Virus von wilden Tieren auf den Menschen überspringen. Die Ursache kann intensive Landwirtschaft sein, Entwaldung, der Bau neuer Straßen in abgelegenen Gebieten. Alles kann zur Entwicklung solcher Krankheiten führen. Überall, wo die Bevölkerung rasch wächst, finden sich solche Gefahrenherde. Predict ist eines der wichtigsten Projekte von Peter Daszak und wird von der amerikanischen Regierung unterstützt. 75 Millionen Dollar für die Vorhersage pandemischer Risiken. Ein Beweis, dass die Präventionsstrategie jenseits des Atlantik sehr ernst genommen wird. Die Teams von Peter Daszak sammeln auf der ganzen Welt Proben.
Sie schicken sie hierher, zur Columbia-Universität in New York. Hey, Peter. Hallo Simon, was machst du da gerade? Ich stelle gerade ein paar Proben zusammen. Das sind die aus dem brasilianischen Urwald. Gut, dass wir die bekommen haben. Ja, wir haben tausende davon. Und, irgendein neues Virus? Ja, wir haben bei bolivianischen Fledermäusen ein neues Grippevirus gefunden. Sehr cool. Es ist das erste Mal, dass wir dort Grippeviren gefunden haben. Bei Fledermäusen? Fledermäuse sind ein Reservoir für viele Viren, die wir noch nicht kennen. Wenige Leute wissen, dass jedes fünfte Säugetier auf der Erde eine Fledermaus ist. Weil sie nur bei Nacht aktiv sind, sieht man sie kaum. Aber es gibt eine ungeheure Vielfalt davon und jede Art trägt ihre eigenen Viren mit sich. Peter Daszaks Kollege Ian Lipkin untersucht die genetischen Codes von Viren. Wenn ich 10 Leuten die Hand gebe, hat jeder von ihnen vorher 10 anderen Leuten die Hand gegeben. Es ist also so, als ob ich 100 Menschen berührt hätte. Wie groß ist die Chance, dass einer von ihnen irgendein Virus hat, das ich nicht haben möchte? Ziemlich groß. Ian Lipkin hat bereits hunderte neue Virenarten analysiert. Wenn es die ersten Todesfälle bei Menschen an unterschiedlichen Orten gibt, wenn also bewiesen ist, dass das Virus auch von Mensch zu Mensch übertragen wird, muss man sich einerseits darum kümmern, diese Verbreitung zu stoppen, aber gleichzeitig muss man sehen, ob das Virus weiterhin von einer Tierart ausgeht. Auch beim jüngsten neuen Ausbruch des Coronavirus versuchen die beiden Wissenschaftler, neue Erkenntnisse über das Verhalten von Viren zu gewinnen. Für mich lautet die wichtigste Frage, wie führt dieses Virus zur Erkrankung? Warum sind einige Menschen dafür anfällig und andere nicht? Was genau braucht dieses Virus, um besser von einem Menschen auf den anderen überzuspringen? Solche Fragen gehen weit über das hinaus, was wir beide tun. Fast 10 Jahre nach SARS wurde Hongkong 2013 von der Vogelgrippe heimgesucht. Diesmal reagierten die Behörden schneller. Eine indonesische Haushaltshilfe hatte sich bei einem Kurzbesuch in der Volksrepublik China angesteckt. Zwei Menschen kamen innerhalb weniger Stunden in Behandlung. 20 Tage später stirbt einer der Erkrankten. Die Umgebung des Krankenhauses wird vom Militär abgeriegelt. Möglicherweise eine Überreaktion. Denn zum damaligen Zeitpunkt war das Virus nicht von Mensch zu Mensch übertragbar. Und doch warnten Experten, dass bald gefährlichere Mutationen kommen würden. It does appear that all the avian viruses that we have to date, like even including H5N1. Von all den Vogelviren, die wir heute kennen, passt sich dieses Virus besonders gut den menschlichen Atmungsorganen an. But it's weakly transmissible by the airborne route, whereas seasonal. Noch ist es nicht so übertragbar wie die gewöhnliche Grippe, aber mit der Zeit wird es das schaffen. Not completely, but given time. These viruses might go the remaining distance. Gerade in China finden Viren besonders günstige Bedingungen. Nirgendwo wird so viel Geflügel produziert wie in der Volksrepublik China. Und die riesigen Hühnermärkte bieten sich als Brutstätten für übertragbare Krankheiten an. Auch
Auch der Virologe Peter Daszak sieht sich hier in Südchina um. Sollte eines von diesen Tieren infiziert sein, dann hat das Virus gute Chancen, für ein paar Stunden zu überleben. Leute verbringen hier den ganzen Tag, essen hier und sind allem ausgesetzt, was von den Hühnern ausgeht. Der Markt von Wuhan, Jänner 2020. Auch beim neuen Coronavirus-Ausbruch geht man von einer Übertragung von Tier auf Mensch aus. Seither ist der Markt geschlossen und ein vorübergehendes Verbot für den Handel mit Wildtieren wurde erlassen. Mit Fieberkontrollen allerorts will man Infizierte aufspüren und so die Verbreitung eindämmen. Inzwischen ist bekannt, dass sich das Virus auch von Mensch auf Mensch überträgt. In nur knapp 6 Wochen haben sich mehr als 20.000 Menschen angesteckt. Fast 500 sind bereits an den Folgen der Lungenerkrankung gestorben. Über das Virus selbst sowie den Krankheitsverlauf wissen Forscher noch wenig. Um einen besseren internationalen Austausch der Informationen zu ermöglichen, hat die WHO den Coronavirus-Ausbruch zu einer globalen Bedrohung hochgestuft. Ich erkläre hiermit den internationalen Gesundheitsnotstand wegen des weltweiten Ausbruchs des neuartigen Coronavirus. Es ist Zeit für Fakten, nicht Furcht. Es ist Zeit für Wissenschaft, nicht Gerüchte. Es ist Zeit für Solidarität, nicht Stigma. Wenige Tage zuvor hat der Generaldirektor der WHO bei einem Treffen mit Chinas Präsident Xi Jinping in Peking den verantwortlichen und transparenten Umgang der Regierung mit der Krise gelobt. Während die staatlich gelenkten Medien in China auch weiterhin vom Erfolg im Kampf gegen die Ausbreitung des Virus sprechen, wird die Kritik am Vorgehen der Führung in Peking aber zunehmend lauter. Vor allem in den sozialen Medien. Es fehlt an Masken, Schutzkleidung und am allerwichtigsten, es fehlt an Tests zur Diagnose. Auch Austauschstudentin Jenna ist besorgt. Ich bin hier vor dem Ausbruch angekommen, aber das Virus verbreitet sich beängstigend schnell. Und der Alltag wird immer schwieriger. Sie haben einfach unseren ganzen Unicampus dicht gemacht. Ich denke, sie haben nicht einmal bemerkt, dass wir hier noch wohnen. Wir haben seit Tagen kein warmes Wasser. Alle Cafeterias am Campus sind geschlossen. Wir brauchen aber Essen. Und alle Geschäfte in der Nähe der Uni sind entweder auch zu oder die Menschen kämpfen um die letzten Dinge in den Regalen. Jenna hat ihr Auslandssemester in China abgebrochen und ist jetzt auf dem Weg nach Hause. Wer kann, verlässt China. Doch mit jedem, der das Land verlässt, erhöht sich die Gefahr, dass das Virus unentdeckt mitreißt. Die Möglichkeit einer raschen Ausbreitung einer Krankheit ist anscheinend der Preis, den wir bezahlen für die Vorteile einer vernetzten globalen Welt. Wie lange die Angst vor dem Virus Chinas Millionenmetropolen noch zu Geisterstädten machen wird, kann niemand sagen. Der Spiegel schreibt diese Woche, es scheint paradox, um die Globalisierung zu retten, braucht es jetzt Rückzug, Ruhe und Geduld. Im Weltjournal Plus zeigen wir jetzt, wie China seit Jahren den Westen erobert, zumindest mit seinen Waren. Der Export des Landes war bisher gigantisch groß, 2.300 Milliarden Dollar im Jahr. Doch seit dem Virusausbruch machen sich auch in Europa viele Sorgen. Auch die, deren Vermögen und Arbeitsplätze an der Wirtschaftsmacht China hängen. Wir reisen jetzt entlang der neuen Seidenstraße. Ein Projekt, mit dem die Chinesen in kurzer Zeit enorme Wegstrecken erschlossen haben. Achse der Welt wurde die alte Seidenstraße genannt. Die neue Seidenstraße ist schon jetzt das Tor nach Asien. Bleiben Sie dran.